Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Gäste und natürlich auch lieber Herr Röhrig und Team auf der Tribüne. Zunächst mal möchte ich sagen, dass ich froh bin, dass wir heute die Aufarbeitungskommission so kurz vor der Sommerpause doch noch auf den Weg bringen, wenn auch auf den letzten Drücker. Ich will aber auch daran erinnern, dass wir ursprünglich sehr wohl einen ambitionierteren Zeitplan auch für die Einsetzung hatten. Der Antrag der Koalitionsfraktionen stammt vom 27. Januar. Das ist also ein gutes halbes Jahr her. Und wir müssen festhalten, dass es doch zu viele Verzögerungen auf dem Weg zum heutigen Tag gegeben hat, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die Regierungsfraktionen ja an keiner Stelle bewegt haben und nochmal gegebenenfalls mit uns als Opposition ins Gespräch gekommen wären. Und ich möchte nochmal sagen, dass ich das sehr bedauere. Jetzt ist es ohne Frage an uns, dem unabhängigen Beauftragten vollen Rückenwind auch für die Einrichtung der Kommission zu geben. Ich will an der Stelle auch sagen, wir werden dem Antrag der Koalitionsfraktionen zustimmen, obwohl dieser Antrag die Zustimmung eigentlich nicht verdient hat. Warum machen wir das trotzdem? Wir finden es sehr wichtig, dass es ein klares und auch interfraktionelles Signal gibt, in dem wir als Deutscher Bundestag sagen, ja, wir wollen diese Aufarbeitungskommission und wir stehen hinter der Arbeit, die diese Kommission leistet. Ich finde, dieses Signal sollte heute von dieser Debatte auch ausgehen. Die Aufarbeitung sexuellen Missbrauchs ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Das kann man nicht oft genug sagen. Und ich finde, das drückt sich auch als ein ganz wichtiger Baustein in der Einrichtung der Aufarbeitungskommission aus. Wir haben aber gemeinsam mit den Linken heute einen Antrag eingebracht, den wir auch zur direkten Abstimmung stellen, weil wir gemeinsam für eine Aufarbeitungskommission plädieren, die stärkere Rechte hat. Zum einen, das ist schon gesagt worden, wir wollen keine zeitliche Befristung. Wenn wir davon ausgehen können, dass die Kommission 2016 ihre Arbeit tatsächlich aufnimmt und die Laufzeit der Kommission gekoppelt ist an das Amt des unabhängigen Beauftragten, dann sind das gerade mal knappe 3 Jahre. Und wir können uns sehr schwer vorstellen, wie eine so eigentlich umfassende, notwendige Arbeit seitens der Kommission in einer so kurzen Zeitspanne erledigt werden soll. Zum anderen sprechen wir uns für eine gesetzliche Grundlage der Arbeit der Kommission aus. Ich will mal einen Blick nach Irland schweifen lassen. Die Erfahrungen mit der Aufarbeitungskommission in Irland zeigen eben, wie wichtig eine gesetzliche Grundlage ist. Die irische Aufarbeitungskommission hatte nämlich genau das, was wir auch in unserem Antrag einfordern. Sie hatte die Befugnisse eines Gerichts. Sie konnte Zeugenvorlagen, Akteneinsicht beantragen und damit eben die Strukturen und Mechanismen identifizieren, die sexuellen Missbrauch ermöglicht haben und ermöglichen. Und wir befürchten eben, dass die notwendige Aufarbeitung durch unsere Kommission nicht vollumfänglich stattfinden kann, weil sie mit zu schwachen Rechten ausgestattet ist. Und ich möchte noch mal sagen, alle hier haben zu Recht über den Mut der Opfer gesprochen, über das erlittene Leid zu sprechen. Und wir hätten uns tatsächlich gewünscht, dass die Regierungsfraktionen auch den Mut gefunden hätten, eine Aufarbeitungskommission mit wirklich starken Rechten hier einzusetzen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir fordern in unserem Antrag auch eine langfristige Finanzierungsgrundlage für die Kommission und insbesondere, dass hierfür der Etat des Bundesfamilienministeriums aufgestockt werden soll. Ich fand das jetzt, Frau Rüttrich, eine gewisse Spitzfindigkeit zu sagen, alle Ministerien sollen bezahlen. Das wäre natürlich eine Variante, die wir auch unterstützen würden. Uns geht es eben darum zu sagen, es kann nicht sein, dass überspitzt gesagt, die heutigen Kinder und Jugendlichen dafür bezahlen sollen, dass die Aufarbeitung vergangenen Missbrauchs geleistet werden kann. Und das ist der Punkt, den wir damit machen wollen. Das ist bei allen anderen Initiativen dieser Art in den letzten Jahren gelungen. Und wir hoffen sehr, dass das in den Haushaltsverhandlungen jetzt auch deutlich gemacht werden kann, dass der Bundestag weiter zu einem solchen Prinzip steht. Ich finde es auch sehr ärgerlich, dass wir zum heutigen Zeitpunkt immer noch keine Klarheit haben über die Finanzierung. Das finde ich sehr schade, das wäre angemessen, das heute sagen zu können. Ich möchte aber auch noch etwas Positives
hervorheben, und zwar, dass ja weiterhin 35 Millionen zur Erforschung der Thematik sexueller Missbrauch weiterhin zur Verfügung stehen. Das war ja auch sehr lange nicht klar. Vorletzte Woche hat zur Frage der Forschung ein Hearing beim unabhängigen Beauftragten stattgefunden, und in diesem Hearing ist deutlich geworden, dass es trotz der Anstrengungen, die nach den Vorschlägen der Arbeitsgruppen des Runden Tisches unternommen wurden, noch erheblichen Forschungsbedarf gibt und dass es eben insbesondere eine bessere Vernetzung von Praxis und Forschung brauchen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, wir bringen heute die Einrichtung der Kommission auf den Weg. Das ist ein sehr guter Schritt. Es darf uns aber keineswegs aus der Verantwortung entlassen, in der nächsten Zeit weitere konkrete Schritte zur Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion spricht jetzt Dr. Silke Launert.